Die Delta-Variante des Coronavirus hat also das Zeug zum Game-Changer, und zwar leider im negativen Sinn. Schon in 2 Monaten könnte diese Mutation dominant sein. Dass viele Menschen wieder reisen, könnte diese Entwicklung noch weiter beschleunigen. Um die Delta-Variante in Schach zu halten zu können, braucht man verlässliche Daten, die man mit PCR-Tests gewinnen kann. Aber diese Tests werden immer seltener in Österreich durchgeführt. 5 bis 10%, so hoch ist derzeit der Anteil der Delta-Variante in Wien. In spätestens 2 Monaten soll sie dominant sein. Diese Delta-Variante ist ungefähr 60% infektiöser als die britische Variante. Also die ist insgesamt schon 100% infektiöser als der Wildtyp. Ein klares Bild, wie stark Delta bereits zirkuliert, bekommt man nur durch PCR-Tests. Und der PCR-Test bringt im Vergleich zum Antigentest 1 bis 2 Wochen Vorsprung im Kampf gegen die Variante. Wenn zu wenig PCR-Tests durchgeführt werden, dann erfasst man die Infektion von jedem Einzelnen dementsprechend später. Und diese Infektion kann sich dann eben weiter ausbreiten, weil bis man weiß, dass diese Person infiziert ist, kann der eben noch andere anstecken. Seit Anfang April hat sich die Zahl der PCR-Tests in den Bundesländern im Schnitt um 59% reduziert, weil nur Verdachtsfälle getestet werden. In Wien hingegen gibt es seither um fast 66% mehr PCR-Tests, wegen alles gurgelt. Wenn es nach dem Gesundheitsstadtrat geht, soll alles gurgelt auf andere Landeshauptstädte ausgeweitet werden, auch wenn die Logistik schwieriger ist. Fix ist das nicht. Das Gesundheitsministerium arbeitet aber daran, auch in den anderen Bundesländern ein niederschwelliges PCR-Angebot für Screenings anzubieten. Die gute Nachricht zum Schluss: 2 Impfungen schützen gegen Delta. Und bei 80% Durchimpfungsrate erwartet die Stadt im Herbst keine Delta-Welle.